Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Endlich ist es wieder soweit. Heute gibt es mal wieder ein neues Video. Es gibt einiges zu berichten. Es ist lange her, seitdem es ein neues Video gab. Ich konnte am letzten Montag den GP Liberazione gewinnen. Mein erster Sieg in einem UCI-Rennen. Es war ein U23-Rennen. Und ich dachte, wir schauen uns einfach gemeinsam die Highlights an und dann gebe ich ein paar Informationen zu dem Sieg, wie es abgelaufen ist. Was ja noch gar nicht auf dem Kanal berichtet wurde, ist, dass ich jetzt für das Alpecin Phoenix Nachwuchsteam fahre, für das Devo-Team. Da auch super zufrieden damit bin. Und bei dem Rennen durfte ich jetzt wieder für die Nationalmannschaft an den Start gehen. Es fand in Rom statt am Montag. Die Italiener hatten sogar Feiertag. Und ich glaube, ich habe da einige Italiener nicht so happy gemacht. Wobei die Fans natürlich sich sehr gefreut haben, dass ich gewonnen habe, aber der Zweitplatzierte war selber Römer. Also der hat sich dann natürlich sehr geärgert. Und ich würde sagen, wir gehen einfach rein in die Highlights. So, jetzt mal eine andere Bildposition. Wir starten direkt mal in die Highlights. Hier kurz noch Bilder von der Teampräsentation. Und dann starten wir schon direkt rein. Hier sind wir. Also wir waren mit Tom Lindner, Pierre-Pascal Kolb, mir, Daniel Schrag, Moritz Kretschi und Pimen Benz am Start. Eine sehr gute Mannschaft. Der Kurs hat 6 Kilometer betrugen durch die Stadt von Rom durch. Wir hatten 380 Grad Wenden auf der Runde. Wir schauen uns dann direkt mal den Start an. Machen wir ein bisschen lauter, dass man wenigstens ein bisschen Musik hört. Und ja, 130 Kilometer galt es zu absolvieren. Und wir haben uns vorne aufgestellt, halbe Stunde vor dem Start standen wir schon da. Und weil wir eigentlich wussten, dass es direkt zur Sache geht. Man sieht mich auch gleich, wie ich in der Startattacke mit dabei bin. Hier ist eine von den 380-Grad-Kurven, da hat man mich jetzt schon gesehen im Bild. Also ich war auch sehr aktiv direkt bei der ersten Attacke. Hier sieht man es dabei. Und gleich probiert. Und ich dachte halt, es ist einfach die einfachste Sache, da vorne zu fahren. Aber wenn du jetzt hier hinten bist, da hast du halt gar keine Chance und das haben wir halt im Laufe des Rennens auch gemacht. Ich habe immer versucht, mich vorne zu halten. Hier sieht man das ja, schön mit durch die Führung gegangen. Das ist immer noch die erste Runde, also das ist die Startrunde jetzt von dem 130 Kilometer langen Rennen. Es gab 23 Runden und was man auch nicht so auf dem Fahrerprofil gesehen hat, es war relativ wellig. Es gab einige kurze Anstiege, immer nach den 180 Grad Kurven, hier zum Beispiel. Und ja, da ging es halt darum, das Rennen von vorne zu kontrollieren. Mitte des Rennens geht eine größere Gruppe um Benz. 15 Fahrer mit dabei, war gut für uns. Aber in Italien ist es ja üblich so, dass die Italiener sich nichts gönnen. Deswegen ging die Gruppe dann auch nicht durch. Jetzt sind wir schon im Finale, letzte Runde. Ich bin dann zu Marcelusi vorgesprungen. Die drei, die jetzt durchfahren, die waren dann vorne. Und da sind wir dann aufgeschlossen und haben die dann gleich stehen lassen. Hier der Italiener konnte nicht mehr richtig mitführen, aber der Bardiani nicht. Ja, hier sieht man jetzt die letzte Attacke vom Bardiani-Fahrer und hier war ich mir nicht sicher, ob ich jetzt drüber gehen soll. Und in dem Moment habe ich eigentlich gewusst, dass ich das gewinnen kann, weil hier habe ich mich echt noch stark gefühlt. Wie gesagt, ich war mir nicht sicher, ob ich drüber gehen soll, aber ich habe es dann gelassen. Jetzt können wir noch den letzten Kilometer in voller Länge schauen. Jetzt kommt der andere Italiener wieder ran, aber da wusste ich, dass der im Sprint da nicht mehr viel kann. Es ging nur noch um Bardiani und mich. Jetzt geht es nämlich in die Abfahrt. In der Abfahrt habe ich dann auch übrigens attackiert, um zum Bardiani aufzuschließen, aus dem Feld heraus, 3 Runden Verschluss. Und ja, ein bisschen nervöse Blicke. Wir hatten zu dem Zeitpunkt vielleicht 10 Sekunden aufs Feld, also das war schon relativ eng. Und ja, hier einfach Luft holen, kurz durchatmen und dann von vorne in den bisschen Gegenwind in den Sprint reinfahren. Hinten sieht man schon das Feld kommen, aber letzte Kurve und von da an. Eigentlich ist der Sprint relativ früh lanciert worden. Man sieht es gleich. Und ja, hier noch auf gleicher Höhe. Jetzt setze ich mich hin, schalte nochmal und jetzt kann ich nochmal antreten. Einfach ein unbeschreibliches Gefühl, hier dieses Rennen zu gewinnen. Die Italiener sagen zu dem Rennen, inoffizielle Frühlingsweltmeisterschaft. So hoch sehen die das bei sich an. Und diese Zuschauer, die da auch da waren, es wollten bestimmt 40, 50 Leute Fotos mit mir machen und 5, 6 Interviews, also das hatte ich bisher noch nicht. Und mein erster UCI-Sieg bei so einem prestigeträchtigen Rennen. Ich bin super stolz und ich kann es eigentlich nur kaum glauben.
Und ja, hier sieht man nochmal die Slow Motion, wie sehr ich alles aus mir rausschrei. Ich war dann auch 2 Tage heißer. Nee, genau. Und das war's jetzt auch schon. Und auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wollte mich bei jedem Supporter bedanken. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Die Resonanz hatte ich vorher noch nicht. Und auch an das gesamte BDR-Team für den geilen Tag. Bundestrainer Ralf für die Unterstützung, Physio Anne, an den Mechaniker und an die Jungs. Ich glaube, wir hatten das Rennen immer unter Kontrolle. Und der Badiani-Sportdirektor hat mir auch bei Twitter geschrieben, dass der Stärkste am Ende gewonnen hat. Das hat mich sehr gefreut, vom Verlierer-Team das quasi zu hören. Und ja, jetzt schauen wir mal, was die nächsten Rennen so bringen. Ich bin noch lange nicht vor dem Höhepunkt angelangt, was sehr cool ist. Und dann schauen wir mal weiter. Auf jeden Fall auch noch Glückwunsch ans gesamte Podium. War ein richtig geiler Tag. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch endlich mal wieder gefallen, ein Seigekraspital-Video zu sehen. Haut rein. Ciao.